Hallo, und zum nächsten Teil, dann lade ich mal das Spiel. Wir haben ja gerade eben erst abgespeichert. Zweite Siedlung 2. Ein sehr kreativer Speichername. So, wo waren wir stehen geblieben? Von so weit oben sieht die Grafik sehr hässlich aus. Deswegen zoome ich etwas ran und ich sehe gerade, wir haben, während wir ausprobiert haben, die Handelsroute zu erstellen, schon wunderbar eine Weiterentwicklung unserer ganzen Hütten, so schönen Steingebäuden. Aber es geht aktuell nicht weiter, weil uns noch Werkzeug fehlt. Wir haben 113 Siedler. Ich gehe mal davon aus, dass sobald hier auf dieser kleinen Insel da oben, ich klicke mal direkt drauf und gehe nicht mit der Pfeiltastatur hoch, sobald sich das hier weiterentwickelt, müsste es ausreichen. Ich wollte ja die Insel hier ein bisschen umbauen. Und dazu werde ich eiskalt hier eine ganze Ecke erstmal abreißen. So. Vielleicht reicht das schon aus. Marktplatz, Marktplatz, Marktplatz. War ein öffentliches Gebäude. Oh, und auch relativ groß. Da muss ich tatsächlich die ganze Ecke freiräumen. Naja, dann soll es so sein. Wie gesagt, ich mache das aus Trainingsgründen. Rein theoretisch kann ich hier die Insel auch komplett aufgeben und da unten weiter siedeln. Würde auch mehr Sinn machen. Aber offiziell ist ja diese Mission dafür gedacht, zu lernen, wie das mit dem Transport funktioniert. Das haben wir ja aus einem Einleitungstext herauslesen können. Marktplatz. Oh, hier haben wir auch die Feuerwehr. Ein Riesengebäude. Ach so, hehe. Ja. Uns fehlt Holz. Okay, dann lernen wir jetzt, wie wir zwei Waren hin und her transportieren. Hier haben wir noch genug Holz. Ich denke mal, ich bin nicht so schnell und schaffe das. Holz. Holz. Ja, gut. Wir machen hier mal... ja, 10 Tonnen Holz. Und hier wird ja Holz dann wieder ins Kontor geladen und auch 10 Tonnen. Theoretisch kann ich das hier auch ganz oben stehen lassen, dass er immer alles ablädt. Aber wir machen es mal ordentlich. So, und dann kann ich mich tatsächlich langsam drum bemühen... Stoffe sind Mangelware. Was? Ach so, weil das hin und her transportiert. Da waren 10 Tonnen doch zu viel. Wie viel haben wir denn hier? Okay. Ja, ich könnte mich drum kümmern. Wieso bleibt der jetzt hier stehen? Ah, weil er nicht Stoff laden kann, das ist natürlich interessant. Auch gut zu wissen. Mache ich es oder mache ich es nicht? Jetzt haben wir hier bestimmt übelst viel Stoff lagern, was wir alles gar nicht benötigen. Ja, aber Häuser die Waldvieh, nee, da baue ich nicht noch eine Schaffarm. Dann machen wir einfach nur Folgendes. Nicht 10 Tonnen, sondern nur die Hälfte. Und selbst das dürfte noch zu viel sein. Alle guten Dinge sind 3, also, na gut, machen wir 2 Tonnen. 2 Tonnen. So. Nee, das wollte ich nicht. Jetzt stoppe ich das mal und starte es wieder von... Ach so. Hat er von selber gestoppt, weil er keinen Stoff mehr hatte. Das könnte gefährlich werden, wenn ich das selber dann nicht bemerke. Oder hat er es nur gemacht, weil ich mich hier wieder ein bisschen blöd angestellt habe und einfach alles angeklickt habe. Wer weiß. Es dürften Stoffe aber auch keine... kein Mangel mehr da sein. 2 Tonnen Stoffe haben wir so... haben wir hier... Gut,
Wo bin ich stehen geblieben? Ich wollte schauen, ob wir hier langsam Eisenerz abbauen können. Das war Bergbau. Nein, können wir noch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich noch größer werden. Wir haben 113 Siedler. Wie viele? Nein, wir haben 113 an Bevölkerung. Und davon sind 90 Siedler. Und wir brauchen 120 Siedler. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel Werkzeug haben wir hier noch. 23, ich denke mal, das reicht aus. Wenn die hier alle sich komplett weiterentwickeln, müsste es ja ausreichen. Ich hoffe, die 23 Tonnen an Werkzeug reichen dafür auch aus. So, dann können wir mal testen, ob unser Schiff auch das macht, was er machen soll. Nämlich mittlerweile auch Holz einlagern. Beziehungsweise überhaupt erst mitnehmen. So, das sieht gut aus. Weil ich das Gefühl habe, dass 10 Tonnen Holz auch ein bisschen viel sind. Wir machen mal 3 Tonnen. So. Und sobald er das Holz ausgelagert hat, müssen sie sich nicht. Die entwickeln sich nicht weiter aus dem Grund, weil die ja kein Markthaus haben. Marktplatz meine ich. Ich sage ja Markthaus, weil es so ein riesen Gebäude ist. Natürlich eine Kapelle. Und dafür brauche ich erstmal viel Holz. Nehme ich an. Oh, 10 Stück genau. Ah, der hat jetzt nur 3 Tonnen Holz mitgenommen. Ja, okay, dann lasse ich die mal hin und her fahren und baue hier parallel dazu doch ein bisschen weiter. Wir können ja hier noch die Ecke mitnehmen. Wobei ich lasse immer so eine Ecke gerne frei, um das notfalls dann noch mit wichtigen Gebäuden aufzufüllen. Wie Feuerwehr etc., die können wir hier notfalls auch am Rand setzen. Dann setzen wir mal das eine oder andere Gebäude noch hin. In der Hoffnung, dass wir dann auch etwas mehr freischalten, um zum Beispiel selber Werkzeug produzieren zu können. So, ich will das einigermaßen symmetrisch machen. Das heißt, hier setze ich mal einfach 2 Gebäude hin. Oh, das kann ich auch mal testen, wie das mit dem Brückenbau geht. Bisschen seltsam, dass es nicht automatisch geht. Und ich das hier nochmal speziell anwählen muss. Funktioniert das einfach so hier? Tatsache, es sieht auch hübsch aus. Ich weiß nicht warum, aber in diesem Spiel sehen Brücken sehr hübsch aus. Passt sich einfach schön in die Landschaft mit hinein. Ich habe mal kurz nachgesehen, ob noch andere das hier geletzplayt. Das hört sich komisch an. Ob andere da noch ein Let's Play dazu gemacht haben. Ja, haben sie. Und ich habe auch gesehen, die haben so gespielt. Hier habe ich die schönere Übersicht, aber hier geht es von der Grafik, finde ich, absolut gar nicht. Beziehungsweise ist es schade, dass es doch teilweise Details hat. Und wenn man die ganze Zeit so spielt, hat man davon ja gar nicht. Deswegen spiele ich auf jeden Fall eure Handelsrouten in diesem Modus. Wieso soll ich meine Handelsrouten prüfen? Was hat der jetzt wieder für ein Problem? Ja, wieso lädt da nicht alles aus? Wobei da doch hier 6 Tonnen, da doch was ausgeladen. Ah, wir machen aber auf jeden Fall Folgendes. Vielleicht war es doch intelligent, was ich vorhin gesagt habe, dass ich hier nämlich immer Maximum auswähle, so dass definitiv beim Ausladen auch die Laderäume komplett leer sind. Weil aktuell hat er, sag ich mal, noch ein paar Reste drin, weil ich halt nur 3 Tonnen eingeschalten habe. Und da hat er natürlich noch 6 Tonnen Stoff da und davon lädt er natürlich immer nur 3 Tonnen ab. Und es kann gut sein, dass das Spiel das merkt, das finde ich wiederum cool. Und sagt, Moment mal, der hat hier Stoff schon drin, aber ich soll 3 Tonnen dazu laden. Mache ich nicht, weil ich schon 6 Tonnen drin habe. Vielleicht hat er auch deswegen gesagt, es ist knapp an Stoffen oder was er dann nochmal genau von sich gegeben hat. Dann ist es natürlich wieder prima, dann merke ich natürlich sofort, dass irgendwo etwas nicht stimmt. So, wie viel Holz haben wir hier mittlerweile? Ich glaube 10 Tonnen Holz benötige ich.
Ja, genau. Bei der nächsten Lieferung, da kommt sie schon. Nee, dann müssten wir 9 Tonnen haben. Ja, 6 plus 3 ist 9 und ich... Nee, hä? Ach so, ich habe ja umgeschalten, dass er maximal alles entladen soll. Daher platzieren wir hier einfach mal ein Markthaus hin. Da haben wir hinten jetzt auch die Fläche frei. Zungenknoten. Da haben wir die Fläche hinten frei bekommen. Und es macht Spaß und ich habe hier schon das schöne Gefühl, dieses, jetzt muss ich das hier noch wegreißen, dann da was hinbauen und danach mache ich hier weiter und dies und jenes und überhaupt. Das war immer das Schöne an Anno und auch das Gefährliche, weil da die Zeit ziemlich schnell vorbeigeht. Deswegen muss ich ja auch definitiv aktuell noch höllisch drauf aufpassen, dass wir nicht über der Zeit kommen und ich hier auf einmal eine 2-Stunden-Folge produziere. Ich finde es auch klasse, dass es von der Spielgeschwindigkeit finde ich relativ hoch. Das kenne ich von anderen Anno-Teilen anders, dass da wirklich mal 10 Minuten absolut nichts passiert. Bei Auf der Wii war es eigentlich auch nicht so extrem. Übrigens auch ein schöner Anno-Teil. Haben sie richtig schön umgesetzt. Was man so erstmal nicht vermutet, dass ein Strategiespiel auf der Wii überhaupt funktioniert. So, dann baue ich noch eine Kapelle und dann müsste der eigentlich alles haben. Ach, ich stelle, das ist auch interessant, ich stelle die Steuern anscheinend nur für die jeweilige Insel hoch. Hier habe ich es auf Maximum bei den Pionieren. Und wenn ich hier ein Gebäude mit Pioniere anklicke, ist es circa in der Mitte der Balken. Müsste ich auch langsam höher setzen können. Interessant, sogar aus Maximum. Überprüft eure Handelsrouten. Aus Maximum, obwohl er noch keine Kapelle hat. Interessant. Ja, wie soll ich die Handelsrouten prüfen? Das verstehe ich nicht ganz, weil es läuft ja in dem Sinne. Wer weiß. So, wie viel benötigt eigentlich eine Kapelle? 5 Holz. Ah, die passt hier wunderschön rein. Da war es auch gut, dass ich in der Ecke die Gebäude abgerissen habe, weil die Kapelle würde diese Gebäude eh nicht abdecken. Ja, dann denke ich, ich muss nur noch diese Kapelle bauen und danach haben wir diese Mission geschafft. Bis jetzt noch sehr easy, das sind alles noch Lernlevels, sage ich mal, um langsam reinzukommen. So, wurde mir wieder was freigeschalten. Ich warte immer, bis ich Erz abbauen kann, aktuell noch nicht. Genau, bestimmt dann später die Wege zu Steinwegen upgraden. Ich mache das auch teilweise dort, wo es eigentlich nicht nötig ist, einfach der Optik halber. Ich mag es hier auch, eine relativ schöne Optik versuchen zu erzeugen. Ein schönes Stadtbild und nicht hier einfach alles reinzuzimmern. Da bin ich auch ein Fan davon, dass es auch hübsch aussehen soll. Zum Beispiel das hier ist mir viel zu durcheinander, da ist hier ein paar Gebäude, auf einmal geht die Straße hier lang und dann, ja, wir haben hier ein Rechteck, dann hier Rechteck, was nach links geht und hier kommt auf einmal ein Viereck, das ist mir schon, wäre mir zu hässlich. Klingt komisch, ist aber so. So, ich habe ja gesagt, wir müssen hier nur die Kapelle hinsetzen, dann wahrscheinlich etwas warten und dann haben wir diese Mission geschafft. Mal schauen, ob ich auch recht habe. Ja, wir müssen dahingehend warten, weil hier noch Holz angeliefert werden muss. Ich tendiere dazu, hier hinten noch das Ganze ein bisschen zu unterstützen, indem wir noch eine Holzfarm hinbauen. Beziehungsweise ein Förster ist es ja... Na, wo ist er denn nochmal? Ich suche ihn immer wieder. Oh, wir haben relativ viele Gebäude jetzt frei bekommen. Ein Forsthaus, ja, nee, das ist Quatsch. Der würde gar nicht so viel abdecken können. Nee, wir lassen das mal. Da könnte ich eventuell auch das etwas hochschalten, dass er etwas mehr Holz mitnimmt, weil hier bauen wir eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Ja, das ist auch fast voll. Dann nehmen wir mal einfach 5 Tonnen mit.
Da mal notfalls noch auf der anderen Insel Reserven. So, wir nehmen. Ja, nehmen wir halt 6 Tonnen. Ja, wobei, ich will 5 Tonnen. Das ist ein bisschen fummelig, wenn man hier genau auf die Tonne genau was einstellen möchte, so. Doch, ich werde zukünftig, wenn ich was komplett entladen möchte, werde ich hier es auf Maximum stellen. Das ist jetzt halt auch für mich einfach. Ich brauche nur einen Balken zu bewegen und muss hier nicht nachkorrigieren. Und wie ihr schon sehen, hat sich hier das erste Gebäude weiterentwickelt zum Siedler. Gleich mal die Steuern höher stellen. Alles gefällt die nicht so sehr. Dann lassen wir es mal lieber etwas niedrig, so. Man hat hier eigentlich schon Bock, auf die Mission zu pfeifen und einfach sich hier schön auszudehnen. Hier sind viele schöne Inseln frei. Aber andererseits liegt ja auch irgendwo im Missionsziel ein gewisser Reiz. Ansonsten baue ich nur eine Stadt bzw. alle Inseln hier zu und danach war es das. Ist an und für sich auch eine Herausforderung. Aber wir wollen ja mal gucken, was die Kampagne alles bietet. Wenn ich die auch komplett durchzocke, wir werden ja sehen. So, das passt auch von der Zeit prima, wenn wir das jetzt schaffen. Da haben wir wirklich eine komplette Folge voll und haben innerhalb dieser Folge dann auch die Mission geschafft. Aber ob es noch so weit kommt, mal schauen. Nicht, dass wir jetzt tatsächlich noch 10 Minuten mal warten müssen, bis hier der Rest geupgradet hat. Wir können mal gucken, wie viele Einwohner wir haben. Auf dieser nur 6. Müssen wir jetzt mal ein bisschen zusammenrechnen. Hier haben wir mittlerweile... Oh, 90 ist sogar und 120 brauchen wir. Das heißt noch rund 40 Siedler. 130 waren es oder waren es 120? Ich glaube, es waren sogar nur 120. Duck, es sind 120. Ach nee, wir brauchen nur 100. Müssen Siedler sein und 120 brauchen wir insgesamt. Da haben wir es ja gleich erreicht. Da fehlen uns tatsächlich nur noch 10 Siedler. So, 8, gleich dürfte es soweit sein. Ja, es fehlt noch ein Holz. Na gut, haben wir jetzt auch gelernt. Ohne Handbuch wohlgemerkt, wie eine automatische Handelsroute funktioniert. Ich hatte schon Schreck beim ersten oder zweiten Teil, weil uns das im Tutorial gar nicht erklärt wurde, wie man eine Handelsroute erstellt. Eigentlich das Wichtigste in Anno. Auch einer der zugegebenermaßen spaßigsten Sachen, wie ich finde. Die ganze Infrastruktur, die... Ich komme jetzt gerade nicht auf das passende Wort. Ja, mir fehlt das Wort, wie das heißt, wenn man Güter von Punkt A nach B hin und her transferiert und da langsam eine Struktur aufbaut. Meine Infrastruktur baue ich ja in dem Sinne nicht auf. Ich baue ja nicht nur Straßen, sondern eine Wirtschaftsinfrastruktur. Ach, mir fällt es bestimmt noch ein, das richtige Wort. Ansonsten schreibt es in den Kommentaren. Oh, das dürfte die letzte Lieferung sein. Danach müsste ein Gebäude sich weiterentwickeln. Und damit dürften wir eigentlich die Anzahl haben an Siedlern. Es sei denn, ich muss die alle auf einer Insel haben. Denn jetzt haben wir hier diese 13 Siedler. Aber ich glaube tatsächlich, dass er damit meint, dass das auf eine Insel sein muss. Ah, interessant. Das heißt, wir müssen hier dringend was ändern. Indem wir erstmal keinen Stoff näher und auch keine Dingsbums. Dann läuft das doch ein bisschen umgedreht. Ich werde jetzt langsam nervös, deswegen halte ich dich erstmal an. Ankerlichten! So. Ja, interessant. Auch wieder was Neues dazu gelernt. Das mache ich dann sogar manuell. Da brauche ich eigentlich gar keine Route zu erstellen. Das wäre Quatsch. Jetzt hat er gar nicht bestätigt, dass er losfährt. Aber er fährt trotzdem los. Dann wäre das hier Vergeudung, wenn ich das Werkzeug... Zum Glück habe ich es noch rechtzeitig gemerkt. Denn hier oben habe ich die Anzeige, wir haben Bevölkerung 53, 54. Aber das Spiel geht nicht weiter, obwohl wir insgesamt über 100 Siedler haben. Aber wenn ich hier draufklicke, sehen wir ja mal auf einmal 117 Einwohner. Also scheinbar muss ich das komplett nur auf einer Insel zusammen haben. Und nicht auf zwei verschiedenen insgesamt. Na, da haben sie sich aber ein bisschen blöd ausgedrückt, wie ich finde.
Zeigt den Inselbewohnern eure Güte und schafft die Grundlage für 120 Einwohner. Kann natürlich sein, dass das Spiel auch wiederum so schlau ist und bemerkt, weil hier steht ja im Endeffekt, dass wir wirklich diese Insel eigentlich komplett hochwirtschaften sollen. Ich lasse mich überraschen. Nicht, dass ich jetzt hier versucht habe, das Spiel auszutricksen und das Spiel sagt Ätschebätsch. Nichts da, das wäre blöd. Dann wird es sogar richtig knifflig werden, denn hier drauf, auf dieser kleinen Insel, so viele Gebäude reinzudrücken, wird auch nicht einfach werden. Vor allen Dingen muss ich dann schauen, wie ich dann an Eisenerz rankomme. Ich werde das Spiel nicht neu starten in dieser Mission, sondern würde mich dann tatsächlich irgendwie durchbeißen. So, ich wollte... Setz die Vorsegel! ...das ganze Werkzeug abholen. Und hier rüberfahren. 120 brauchen wir, sobald sich ein Gebäude weiterentwickelt hat. Passen auch mehr Einwohner rein. Und dann müssten wir 120 Einwohner hier noch hinbekommen. Und dann hoffe ich, geht das Spiel weiter. Und wenn nicht, dann habe ich tatsächlich Mist gebaut. Wobei ich dann auch an Überlegen bin. Na, nee, ich überspringe diese Mission nicht. Ich mache so, wie ich es gerade gesagt habe. Notfalls beiße ich mich hier noch durch. Und wenn es auch heißt, dass ich hier anfangen muss, eine Wirtschaft aufzubauen, damit wir auch Werkzeug produzieren können. So, alles ausladen. Und jetzt müssen sich die restlichen Gebäude weiterentwickeln. Da war es schon. 92. Ich nehme an, das steigt jetzt langsam die Anzahl. Oder auch nicht. Notfalls baue ich noch ein Gebäude. Noch ein Haus, damit die noch ein paar Einwohner dazu bekommen. 93. Ja, langsam geht's Richtung 100. Wir haben auch nur noch 3 Gebäude, worin Pioniere leben. ...97, es wird immer spannender. Oh, 96, okay. Ist wohl einer verstorben. ...99, das Spiel macht sehr spannend. ...100 Siedler, dann müssten wir genau 120 Einwohner haben. Auf dieser Insel jedenfalls. Oh oh. Wir haben einen... Ihr konntet den euch gestellten Auftrag erfüllen. Ah, wunderbar. Ich habe jetzt schon Angst bekommen, dass wir tatsächlich die mittlere Insel ausbauen müssen. Aber da haben wir nochmal Glück gehabt. So, wir haben Dörfer und Städte 2 Stück gehabt. Untertan 180. Ach so, das sind jetzt, hier sind sämtliche Einwohner zusammengerechnet. Von sämtlichen Inseln Zufriedenheit 0, okay. Barvermögen, wir sind mit 20.000, glaube ich, in die Mission reingegangen, haben sogar einen Plus gemacht. 2 besiedelte Inseln, Soldaten haben natürlich keine, Schiffe hatten wir nur das eine, was uns gegeben wurde, besiegte Gegner waren gar keine da. Und der Missionsbonus sogar von 100%, auch was immer das heißt. So, dann springe ich immer ins Hauptmenü. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der Mission Nummer 3. Bis dann!